Das nenne ich mal richtig Backstage. Neben mir ist Lexi aus Berlin. Grüß dich. Absolut. How do you feel? I'm feeling absolut okay im Schatten hier. Wie findest du das Rhein-Main-Gebiet? Was kennst du hier rund um Mainz, Frankfurt? Ich kenne Frankfurt natürlich. Mainz kenne ich auch, da habe ich früher im 50 Grad aufgelegt. Aber ich war noch nie hier in Umgebung auf so einem großen Feld, sagt man. Nee, ist ein Schwimmbad. Schwimmbad? Also, sehr viele Leute. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht und sehr verwundert und bin fast ein bisschen aufgeregt. Ich weiß noch gar nicht, was ich spielen soll. Das machst du aus dem Bauch heraus oder wie gehst du zu so einem Set hin? Na, jetzt aus dem Bauch, ja. Ihr lenkt mich gerade ab beim Nachdenken, was ich spiele. Also, das Intro, ist es das Wichtigste, das Intro, das erste Lied oder was? Ich glaube schon. Ich glaube, also es ist immer gut, wenn die erste Platte gut ist, dann hat man schon die halbe Menge auf jeden Fall. Also man sollte schon am Anfang, wie sagt man, also jetzt sage ich so bäuerlich, die Eier auf den Tisch legen, sonst wird es irgendwie blöd. Es gibt aber manchmal auch Sets, sie deep anfangen und immer besser werden und sich steigern, das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, ein gutes Intro ist die halbe Miete. Wie ist denn die Solo-Karriere? Verdient man damit mittlerweile mit der Musik so richtig gut Geld, dass man gar nichts anderes mehr machen muss? Und wie lange ist das schon so? Wie muss man sich das so als Laie mal vorstellen, der immer nur eure Musik oder deine Musik hört? Ja, also es ist so, ich arbeite abends noch im Restaurant, weil... Nein, Quatsch. Also ich verdiene wirklich damit mein Geld und es ist echt der Wahnsinn. Meine Eltern am Anfang wussten niemals, dass das auch ein Beruf ist, was ich mache. Und irgendwann haben wir dann mal ein Echo gewonnen und dann wussten meine Eltern, das ist ja irgendwie doch ein Beruf. Und den übe ich jetzt auch schon seit 11 oder 12 Jahren. Also ich glaube, 11 Jahre gibt es Lexica Paul, mich gibt es alleine schon 12 Jahre. Und ich lebe seit 12 Jahren von diesem Job. Und es macht Spaß, es ist immer noch erfrischend und neu. Die Musik entwickelt sich, wir entwickeln uns, die Leute entwickeln sich. Also vor allem, die werden immer jünger. Und wir immer älter, leider. Aber trotzdem sind wir mit dem Kopf dabei und ich finde es gut. Also das ist ein blöder Spruch, aber ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, tatsächlich. Ist gut. Das ist ein Traum, das kann man nur jedem wünschen. Absolut. Wo holst du deine Inspirationen, wenn du selbst produzierst? Wo sind so die Sachen, wo du das ranziehst? Die gibt es überall. Natürlich, wenn man ausgeht, hört man manchmal ein Lied und so und denkt so, das war gerade gar nicht, also das war gerade super irgendwie, da habe ich auch Bock, sowas ähnliches zu machen. Oder manchmal für Texte überall auf der Straße. Zum Beispiel, die beste Story ist eigentlich immer die, Girls Get It First, haben wir einen Track geschrieben mit Lexica Paul, da waren wir im Club irgendwie. Jemand wollte Feuer und ich wollte dem Typen das Feuer geben, ein Mädchen wollte aber auch Feuer und dann meinte er so, no. Girls get it first. Und dann ist aus dem Satz wirklich ein Lied entstanden. Und so suche ich mir wirklich überall. Das nächste Lied wird wahrscheinlich ein Kleeblatt heißen. Spontan. Nee, absolut. Ich kenne dich ja auch von den Zeiten um die 2000 rum. Da hast du in einem Film mitgespielt, Be Angeled, mit Max Boone. Und genau, was weißt du noch, was erinnerst du dich daran ganz besonders in die Zeit? Max Boone, 2006 gestorben. Ja. Und was verbindest du damit heute noch, wenn du jetzt mal 10 Jahre später drüber nachdenkst? Also das Ding ist, ich kann den Film ja gar nicht mehr anschauen. Es geht überhaupt, also ist ein absolutes No-Go für mich. Wenn ich da mich nur ganz kurz sehe, dann muss ich raus. Ich habe es meiner Freundin auch verboten, also die meinte, als ich meine Freundin hatte, die wollte unbedingt, komm, wir gucken den Film. Ich sage, nee, geht überhaupt gar nicht, absolutes No-Go. Voll strange, die Zeit mit Mark Spoon. Also ich habe Mark Spoon eigentlich als immer netten Kumpel kennengelernt. Ich habe immer natürlich diese ganzen Storys gehört, so krasses Tier und irgendwie böse und so. Und ich habe den immer als lieben, warmherzigen Menschen kennengelernt. Also natürlich hat er auch seine Macken, haben wir alle irgendwie. Aber es war eine gute Zeit tatsächlich. Wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt. Siehst du, wir bestätigen es gerade. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und es war sehr tragisch mit dem Tod auf jeden Fall. Aber den Film kann ich mir nicht anschauen. Ich bin so schlecht als Schauspieler da gewesen, meine Güte. Ich glaube, die beste Szene ist noch, wo ich mir einen runterhole auf dem Klo. Das ist noch nicht mal authentisch. Also da habe ich die Hose noch halb oben und vor dem Klo stehe ich da. Also der Film heißt Be Angel von 2001, mit dabei Max Boone und Lexi. Und die spielen sich selbst, das ist ja das Wichtige dabei. Ja, und das ist das Schlimmste, glaube ich. Wenn man sich selbst spielt, möchte man cooler sein, als man ist. Und das ist immer Horror. Was? Mal möchte ich einen Gärtner spielen oder irgendwas anderes oder einen Mörder. Ich möchte wissen, welcher Regisseur jetzt zuschaut und sagt, hey, den buche ich mal, glaube ich. Den gucke ich mir nochmal an, den cast ich nochmal. Ja, absolut. Was fehlt noch in deiner Musikkarriere? Nochmal, habe ich nicht verstanden. Was fehlt noch in deiner Musikkarriere? Das Wort mit F? Was fehlt? Was fehlt noch? Ach, was fehlt in meiner Musikkarriere? Ja, große Amerika-Tour, Weltherrschaft, Auftritt auf dem Mond. Ja. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung, wenn du nicht auflegst oder produzierst? Ich habe ja noch ein Label, das nennt sich Nikone. Das ist Fashion and Music. Da gestalten wir praktisch so Haute Couture, also T-Shirts, Hosen und so weiter. Das ist auch einer davon. Machen wir T-Shirts, alles Mögliche. Mache ich Grafikdesign halt, also designe T-Shirts. Und das ist praktisch die Nebenbeschäftigung neben der Musik. Aber ansonsten, es dreht sich die ganze Zeit nur um Musik. Also Musik,
Musik, die zwei M's. Wen würdest du gerne mal kennenlernen aus der Musikbranche? Welchen Kollegen oder wo du sagst, hey, oder mal Zusammenarbeit, einen Remix machen für irgendeinen Musikkünstler der Welt? Ja, immer wenn die Frage kommt, weiß ich immer nie, was ich sagen soll. Dann sage ich immer so, als Kind fand ich immer Beastie Boys geil. Nehmen wir die. So, das war's jetzt. Jetzt überlasse ich dir den Abschlusssatz oder die Abschlussphilosophie des Lebens. Oh, die Abschlussphilosophie des Lebens. Do you wanna rock or what? Oder nee, Acid House.